Mein Name ist Michael Melzer. Ich bin hier an der BAM zuständig fürs Kalibrierlabor. Das ist unser Kalibrierlabor. Hier wird sozusagen vorrangig Temperaturfühler und Thermoelemente und Thermometer kalibriert. Und das ist auch der Bereich, wo wir den digitalen Kalibrierschein eben etabliert haben. Das ist der eine Teil des Demonstrators. Das soll sozusagen zeigen, was bei uns im Kalibrierlabor läuft, also was nötig ist, um den DCC, den digitalen Kalibrierschein, überhaupt erst zu erzeugen. Das ist ja die Grundvoraussetzung des Ganzen. Und da geht es eben darum, die Messdaten, die ich bei der Kalibrierung ja erhebe, zu kombinieren mit bestimmten Metadaten, die ich für das Dokument am Ende brauche. Also, dass ich weiß, für welches Messgerät gilt dieser Kalibrierschein, denn er gilt nur für dieses eine Messgerät. Wem gehört dieses Messgerät, für welchen Kunden wurde das ausgestellt und mit welchem Verfahren wurde kalibriert und so weiter und so weiter und noch viele weitere Details. Die müssen hier alle sozusagen erfasst werden und die Software schreibt mir dann diese ganzen Daten zusammen mit den Messdaten, die ich bei der Kalibrierung bekomme, in eine DCC-Vorlage, um am Ende sozusagen ein Dokument zu generieren, was repräsentativ für diese eine Kalibrierung dann ist. Es ist die Benutzeroberfläche des Demonstrators, aber gleichzeitig ist es eben auch die Benutzeroberfläche unseres Kalibrierlabors, der Software für die DCC-Erzeugung, die wir bei uns im Kalibrierlabor nutzen. Also es sind natürlich ganz, ganz zentral wichtige Werte. Also hier zum Beispiel gebe ich ein, wann ist denn die Kalibrierung durchgeführt worden. Das ist natürlich eine ganz wichtige Information für den Kunden. Ich habe andere Angaben zum Beispiel, also an welchem Kanal ist denn mein Sensor angeschlossen worden oder nach welcher Richtlinie habe ich kalibriert. Das ist auch eine ganz entscheidende Information. Dadurch, dass der DCC ja maschinenlesbar und auch maschineninterpretierbar ist, gibt mir der DCC beim Anwender die Möglichkeit, die ganzen Prozesse der Qualitätssicherung und der metrologischen Rückführung zu automatisieren. Das ist der entscheidende Vorteil. Ich muss also nicht mehr Werte per Hand übertragen, habe nicht mehr die Fehlerquelle der menschlichen Datenverarbeitung und Datenübertragung und eben die Automatisierung, die Zeitersparnis, die ich dadurch habe, dass ich die Werte nicht mehr übertragen muss, nicht mehr manuell auswerten muss, denn das ist alles dann am Ende automatisiert und das zeigen wir auch an unserem Demonstrator. Also hier hätten wir jetzt mal sozusagen beides gegenübergestellt. Das hier ist sozusagen unser traditioneller Kalibrierschein für einen PT100-Sensor mit einer Ausleseeinheit. So sah der in Papierform aus und so würde er auch aussehen, wenn wir ihn als PDF ausstellen würden. So ein Kalibrierschein für so eine Temperaturkalibrierung ist relativ einfach im Vergleich zu anderen. Im Wesentlichen haben wir eine Messwerttabelle und der ganze Schein hat eine Länge von 2,5 bis 3 Seiten. Und hier gegenüber wäre sozusagen jetzt die maschinenlesbare Ausfertigung davon. Der hat halt eine gewisse Architektur, die durch das DCC-Schema vorgegeben ist, sodass ich also hier bestimmte Informationen an bestimmten Stellen finde, wie zum Beispiel hier oben, in welchen Sprachen ist der Kalibrierschein ausgestellt, bestimmte Identifikatoren, die ich für den Kalibrierschein habe. Hier finden wir jetzt eben solche wichtigen Informationen wie, wann wurde denn die Kalibrierung tatsächlich durchgeführt? Das hatten wir uns ja gerade eben schon mal angeschaut. Und dann geht es eben weiter mit der Beschreibung des Kalibriergegenstands, also dass wir hier einen Temperaturfühler haben, dass es ein PT100-Fühler ist. Und dann eben auch die Beschreibung der Ausleseeinheit. Und so zieht sich das hier das Ganze weiter. Jede Menge Angaben, die ich brauche zu unserem Kalibrierlabor, wer an der Ausstellung und Freigabe beteiligt ist, für welchen Kunden wurde das gemacht, nach welchem Verfahren wurde das Ganze gemacht. Und ganz, ganz unten finden wir dann eben auch eine Repräsentation der tatsächlichen Kalibrierwerte. Quasi die Informationen, die ich hier in einer Tabelle habe, habe ich auf der anderen Seite sozusagen maschinenlesbar abgelegt. Die Referenzwerte, die abgelesenen Werte, die Abweichungen und Unsicherheiten. Also das ist sozusagen jetzt die andere Seite des Kalibrierscheins. Einerseits stellen wir ihn aus, andererseits soll er genutzt werden. Hier zeigen wir ein bisschen Nutzung. Das ist mal ganz einfach gemacht anhand von einer thermischen Prozessüberwachung. Also unsere Temperaturmesswerte kommen hier an und werden hier angezeigt. Und wir simulieren hier mal, ich möchte den Prozess überwachen, meinetwegen im Temperaturbereich von 0 bis 2 Grad. Und ich habe eine Herstellerspezifikation, die ich mir heranziehe, um sozusagen ein Akzeptanzfenster zu generieren. Ohne Kalibrierung ist das was ich machen kann. Und jetzt kann ich sozusagen hier mit einem Schalter den DCC dazuschalten. Der wird jetzt von der Software ausgelesen, ausgewertet. Die Messwerte werden korrigiert. Also ich bekomme einen neuen Messwert, der aufgrund des DCCs eben näher am tatsächlichen Wert liegt.
und ich bekomme eine Unsicherheit, die zum großen Teil aus den Daten des DCCs besteht, aber auch um weitere Komponenten erweitert wird, die aus der Anwendung heraus generiert werden. Diese Unsicherheit wird mir angezeigt und die ist in den meisten Fällen kleiner als die Spezifikation des Herstellers, sodass ich also mein Prozessfenster, was ich effektiv nutzen kann, damit eben mit dieser metrologischen Rückführung deutlich erhöhen kann und einfach mehr Messwerte nutzen kann. In der industriellen Messtechnik ist das ja ein Szenario, dass ich meinetwegen ein Produkt habe, ein Fließband produziere und alle Werte, die produziert wurden mit Messwerten außerhalb der Toleranz, müssen aussortiert werden, sind Schlechtteile. Und wenn ich mein Prozessfenster erweitern kann, habe ich natürlich mehr Teile, die ich auch tatsächlich verkaufen kann. Da liegt dann wieder der wirtschaftliche Wert. Wir demonstrieren hier im Wesentlichen, dass das sozusagen automatisiert und auf Knopfdruck passieren kann.